So Leute, habt ihr Bock auf Party? Nö, okay, dann kann ich ja wieder gehen. War nett mit euch. Okay, Lil hat Bock auf Party. Sehr schön. Also für Lil bleibe ich natürlich da. Der Rest will mich nicht sehen, nur Lil will mich sehen, aber das reicht mir. Das reicht mir voll und ganz. Ich bin auch mit einfachen Dingen sehr zufrieden. Also, brauch keine jubelnde Masse. Eine jubelnde Lil reicht mir. Leute, let's go, let's hit. Auf ein wunderbares Wochenende, eine wunderbare Beach Party. Happy Birthday, böse Lala. Happy Birthday to you. Zurück, dachtest du. Okay, wir haben uns double gehittet. Man kann Text-Commands hier sich holen. Shit. Oh, nope. Mit Kanalpunkten. Ich glaube 100.000 Kanalpunkte und dann gibt es den Textcommand. Ja, ist echt nicht schwer. Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst, Mario? Heb dein Beinchen, du dumme Drecksau. Alter! Was mache ich hier für eine Scheiße? Ich brauche Wasser. Oh Mann. Alter! Du willst dich hier doch voll verarschen. Ihr glaubt nicht, was ich gerade für einen grauenhaften Anblick hier neben mir habe. So ein grauenhafter Anblick, aber wenigstens hat er Kaffee dabei. Er schleicht sich hier ran. Hilfe! 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 Wie geht es bei Luri? Oh, das ist eine Beleidigung. Ein wildes Sammy! Hallo? Ich weiß nicht, ob Blue Points ist der richtige Meister sein. Willst du wissen, wo die Blue Points sind? Ich weiß, dass die auf verschiedenen Wolken hier sind. Alter, irgendwie habe ich hier Probleme gerade mit dem gerade wieder zurücklaufen. Zitat Lori, ich hatte mit dem Sandvogel nie meine Probleme. Ja. Vorführeffekt. Digga, die Wolke gerade. Erst kommt mit dem Controller nicht so klar, dann ist es die Wolke. Aber er hat beim Sandvogel kein Problem, wir merken uns das, ne? Okay, ich sag's, ich drück's anders aus. Ich finde den Sandvogel jetzt. Willst du einen Ansporn haben? Okay. Wirklich? Wenn du es jetzt schaffst,
Mit Blue Coins. Mit Blue Coins. Mit Blue Coins. Wie viel gibt's hier überhaupt noch? Ich glaube insgesamt 4 Stück. Wenn du es jetzt schaffst mit Blue Coins. Okay, nach dem Try hau ich dir 5 Slabs raus. Wenn du es jetzt schaffst. Ah, oh Mann. Kein Druck oder Konzentration so. Konzentration ne? Erstmal. Genau. Ich dachte eigentlich, dass ich dich über durch. Da wäre zum Beispiel eine Flugbahn. Mhm. Sammy kommt durch den geschossenen Aiden. Er dreht jetzt gleich schon, ne? Gleich, ja. Die Wolke schützt dich. Hä? Die Wolke schützt dich. Ja. Im Notfall, du kannst auf der Wolke bleiben, der Vogel dreht eine Ehrenrunde. Mhm. 3. Oh. Wo ist die 4? Sind alle auf einer Wolke drauf. Da. Ist so nie weg, ne? Ist so. Das ist halt echt so. Das waren alle, ne? Man sieht den Geschäftsmann in dir. Ich glaube, dass 4 Stück waren, ja. Aber er hat die Scheine noch nicht, ne? Er kann immer noch runterfallen. Kein Druck und so, aber er schafft es, dass er auch noch da runterfällt. So, geschafft. 5 Steps, wenn ich schaffe. Das ist so eine Fun-Wette. Hast du es am Ende geschafft? Ich habe den Sprung so gemacht, ja. Aber nur mit Triple Jump ohne Hechtsprung. Du meinst so? Ja, genau so. Guck, du darfst mit Luri nicht um sowas wetten. Du darfst nicht wetten. So es läuft die Wette und er schafft es. Es ist einfach typisch Luri. Machst du kurz auf? Jo. Hallo. Oh, hallo, hallo. Na? Endlich guter Content. Hallo, Chat, ich muss hier rein. Hallo. Hallo. Alles noch ein bisschen. Erstmal auf dich wirken lassen. Ja, erstmal. Also, das ist dieses Screaming, ne? Was kennst du nicht mehr, ne? Nee. Ist ja schon ein Weilchen bei dir her. Also, das sind die Leute, ne? Ja, das sind die Leute. Ah, okay. Ja, okay. Das, das ist ja fies. Oh, da muss ja genau das die ja schönste Ecke. Oh! Und direkt krieg ich's. Ja, gut. Okay, aber das war jetzt nur die halbe Miete. War das was mit dem Ding hier, keine Wetten abschließen und so? Ja. Da war was. Da war was, ne? Da war was. Na, ach man. What a save. Save? Save. Einmal. Oh. Lol. Ja. Die Plattform ist wirklich gut getroffen, oder was? Yep. Nein! Wow! Wie kann man einfach so durch die Steine klitzen? Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Das schaffen kannst.
Ja, das war ein bisschen zu weit. Dass wir den danach nicht wieder aufheben können, das ist halt ein bisschen nervig. Geht doch. Geht doch. So, wen haben wir denn hier? Wille Brrrdo. Ja. Ich hab das Gefühl, die... braucht etwas länger, um das Ei aufzuheben. Oder weil es allgemein etwas schwieriger ist. Sehr gut. Ja, oder direkt auf die Position, ne? Das geht auch. Peach, wieso schmeißt du den nach unten? Tu uns doch einen großen Gefallen und schmeiß das Ding ein bisschen. Dankeschön! Schmeiß ihn doch so. Ich weiß es nicht, aber ich... hoffe mal nicht mehr so viele. Oh nein. Have I done it? Have I done it? Oh mein Gott. Ich hab's tatsächlich geschafft. Oh. Ja. So, jetzt aber. So. Wollte doch sagen, jetzt funktioniert das doch. Oh, das wird ein bisschen kritisch. Nein! Ah. Verdammt. Wer ist der schicke Typ mit dem Hawaii-Hemd? Das ist der Kontoinhaber hier. Das ist der Luri, der auch gleich mich ablöst. Denn ich bin ja sozusagen nur die, die Nachtschicht. Oder jetzt die Morgensschicht, wenn man es fast so nehmen möchte. Der ist auf jeden Fall derjenige. Hello, friend! Der gleich auch noch weitermachen wird. Er wird hier nur gezwungen zu arbeiten. Wobei, aber man muss dazu sagen, ich werde hier verköstigt. Ja. Hi. 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 Sei, dein Bart ist aber schlagartig gewachsen. Das ist Wunderhaarwuchsmittel, altes Familienrezept. Ich dürfte eigentlich gar nicht drüber reden, Marci. Sonst sind sie alle dahinter her und so, das ist gefährlich. Er hatte nochmal dieses, ich hatte ja gerade erwähnt, dass ein Barbecue mit dieser Soße davon. Und gab es in einer anderen Ecke, das gab es bei Lidl. Und also wenn ihr auch so einen wunderbaren Bart haben wollt, geht zu Lidl. Muss ich ja jetzt mal loshören. Ich habe hier wunderbare Unterstützung, wie auch beim unserem letzten Event der Wochenendsause, wo der Marci und der Beat mich hier in der Nacht unterstützt haben. Jetzt Sammy und Zay, die sogar beide hier extra angereist sind. Super geile Aktion, also muss ich mich bei euch allen nochmal ganz, ganz herzlich bedanken.
Ohne euch wäre ein Event in dieser Größenordnung, dass wir von Freitag bis Sonntag durchgehend live sind, mit durchgehend Content, nicht jetzt, dass irgendwie nachts einfach nur ein Pausescreen ist oder YouTube-Videos von mir durchlaufen oder sowas, sondern wirklich die ganze Nacht durch der Content wäre so nicht möglich. Vielen lieben Dank. Und natürlich gilt das auch an alle, die hier reinschauen, weil wir haben ja bei der Wochenendsause auch gemerkt, genauso wie aktuell hier, es ist, ja, ihr habt echt Bock drauf und das freut mich. Das freut mich wirklich. Oh, ich finde es gerade so angenehm, dass der Ventilator mir so richtig in den Nacken bläst, ey. Ja, ich blase dir keinen. Nein! Ja, jetzt, easy. Ja, easy. Ist noch nicht fertig. Ah, also bitte. Okay. Aber wir haben es geschafft. Wenn ich überlege, wie das letzte Mal mit den Bossen lief, heute ziehst du die ganzen Bosse hier ab, ey. Das? Es ist Abenteuer 2, immerhin geht es dann schnell. Das trainiert. Trainiert? Ja. Wie rockt das jetzt? Umso besser. Let's go, hol dir dein letztes Achievement. Just do it! Don't let your dreams be dreams, just... Do it! Aua. Dankeschön. Scheiß auf den Tacho, ich will den Vorsprung im Blick haben. Jawoll! Im First Try. GG! GG! Danke, danke, danke. Ah, Zweiter. Aber ist okay. Zweiter ist okay. Feuermelder? Oh. Nee, bei mir im Flur ist der Feueralarm gerade losgegangen. Der Feuermelder, aber da war nichts. Also, ab kurz Schock. Was ich offline zum Beispiel gerne mache, ich persönlich finde es beruhigend, wenn jemand sagt, das ist überhaupt nichts für denjenigen, wie gesagt, das ist voll okay, so Farming-Spiele einfach. Coral Island zum Beispiel. Stardew Valley. Das sind Spiele, natürlich, wenn es niemanden interessiert. Voll fein. Aber ich finde die so beruhigend. Die beruhigen einen total. Waren da Bananen oder Münzen? Da war sogar ein Luftballon. Gibt es nicht da einen Trick? Den Trick wüsste ich jetzt halt nicht. Ich weiß halt nur, dass jede... Also, dass die erste Bewegung, also die... Wie soll ich das sagen? Da ist es halt so, wenn ich den ersten Schuss absetze, hat er ein festes Muster. Wenn ich den zweiten Schuss absetze, hat er zwar ein anderes Muster, aber das ist auch fest. Und der wechselt sich immer ab mit dem Muster.
Dann macht er erst das eine Muster, dann macht er das Muster, dann das, dann das. Und da wechselt er sich immer ab. Das, wenn du halt auswendig weißt, dann weißt du halt, welche Zehen sich immer bewegen und ist relativ easy. Daher kannst du das relativ gut abschätzen. Aber einen anderen Trick wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Da müsste ich passen. Oh Gott. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Letzter Kong. Pete, hast du da einen Trick, wie das, wie du den mit Tiny da besser machen kannst? Wenn du einen weißt, darfst du natürlich gerne sagen, ne? Aber es war zu spät. Ich hab vergessen, der macht erst in dem letzten Schlag. Mit dem letzten Schlag heißt es ja dann erst Schlangenlinien. Da geben wir ihm den Restchat. Ganz wichtig ist, hier musst du schlagen, wenn er die letzte Kurve läuft. Hier läuft die letzte Kurve und dann müsst ihr zuschlagen. Das ist hier der Trick bei der Sache. Das funktioniert aber auch wirklich nur bei der letzten Kurve. Das ist ja das. Ich würde sagen, geht gleich weiter mit Mario Kart. So, ein paar Minuten. Ich glaube aber, du bist auch ein bisschen in die Nacht in Schwitzen gekommen, oder? Ich würde sagen, du gehst dich mal umziehen. May the baby park be with you. Baby Park ist und bleibt die beste Strecke in Mario Kart. Also jetzt alle Baby Park. Ihr seid die besten Jungs und Mädels. Baby Park. Musik bei mir gerade so laut in dem Spiel. Hilfe. Und warum ist es dieselbe Musik wie auf der verdammten Champions Road. Ich kotze! Stimmt. Mein Trauma. Posttraumatische Belastungsstörung bei wie? Ja! Check. Verstehe ich nicht. Ich bin 10.000 und krieg Pilze. Ich krieg nur Pilze und Bananen. Was ist das? Ich bin 8er und krieg so einen Schmutz. Oh Gott, da liegen Bananen. Ich hasse dich, Sammy. Natürlich, Pilze. Pilze! Hey, ich krieg nur Pilze! Das triggert mich jetzt schon wieder, dass ich nur Pilze bekomme. Pilze! Jetzt habe ich einmal Pflanze und was bekomme ich direkt hinterher? Pilze! Ich krieg Pilz! Der fängt ja schon wieder super an. Ich krieg Pilze! Hey, mal zur Abwechslung, nimm Pilz! Ich bin 3er. Viele kriegen als 3er normalerweise Red Shells. Ich krieg Pilz! Ich fange mit einem Pilz an! Oh Leute, wir müssen jetzt gleich alle einfach auf Code switchen. Ich krieg 3 Pilze und bin 9er, okay. Guck mal, 8er, ich krieg 3 Pilze. Ich glaub, du solltest wirklich mal zum Arzt bleiben, Pilzproblem. Weißt du, jetzt wenn ich einen Pilz möchte, krieg ich keinen. Gut. Leute. Hauen wir rein. Zum ersten Mal dieses Wochenende geht's in den Stream over. Modus. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.